Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren OMSI 2 Let's Play von mir. Wir fahren heute auf der neu erschienenen Map Ruhrau 1.01 von Carsten Welbert. Er ist auch sehr bekannt von der Map Welbert 2.3. Und auf dieser Karte gibt es 5 auf Ruhrau gibt es 5 fahrbare Linien. Einmal die 177, die 179, die 180 und zwei Nachtlinien, die NE1 und die NE2. Und wir fahren heute die Linie 179 von, na, hier haben wir der Fahrplan. Schacht Heinzmann nach Hauptbahnhof. Ja. Und wir fahren mit dem Mercedes-Benz O530 C2 Gelenk. Und dieser Bus ist aus dem 3-Generationen-Add-on, das im Aerosoft-Shop erhältlich ist und es kostet nur 9,95 €. Ja, dann fahren wir mal zum Einsteigepunkt, dass man die Leute mal reinlassen. So. Auf dieser Map gibt Hallo. es sogar. Normale Fahrkarte. Howdy. Howdy! Wie Sie schon hören, neue Stimmen. Und manche sind auch nicht höflich. Das ist auch so der. Ich habe zu wenig Rückgeld erhalten. Ja. Entschuldigung, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Der KD. Warte. Ich habe von Ihnen zu 30 wenig Rückgeld sind's. erhalten. 3 €. Dankeschön. Dankeschön. Hallo. Einmal normal. Hallo. Einmal normal möchtest du. Das ist die falsche Fahrkarte. Hallo, ich hätte gerne einen Hallo, ich Fahrschein. hätte gerne einen Fahrschein, ja. Hab ich schon. Danke. Bitte. Ja. Neue Stimmen. Und wir haben auch Ansagen von Mozart, aber diese sind wohl, ja, die funktionieren wohl nicht in dem C2, wahrscheinlich nicht. Höchstpfeile haben wir an. Nein, haben wir nicht. Wir müssen nämlich links. Machen wir das Fenster hier noch auf. Das passt. Alles elektrisch. Machen wir hier das noch auf. Wollen wir nämlich frische Luft hier rein. Ich habe die KI-Autos aus dem Hamburger Add-on, weil wir Nächster Halt, Ruhrwiesen. Hohe Wiesen. Ja, weil. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, weil wir jetzt nicht mehr in der. DDR sind. Oh, ich muss ja hier abbiegen. Und deswegen. Ist es halt so, dass ich die aus dem Hamburger Add-on reingemacht habe. Pardon. Und wie ihr gesehen habt oder gehört habt, Mozart spricht mit einem winzig kleinen Echo-Sound. Sehr gut gemacht von dem Erbauer Carsten. Ein Carsten, das hast du schön gemacht. Diese Map. Ja, und
Die 179 hat sogar einen Überlandabschnitt, der, ich glaube, auch sehr schön. Die Map ist im Ruhrgebiet. Ja. Wird da jetzt auch mal was grün, oder? Yep. Sagen Sie mal eine bescheidene Frage. Haben Sie Ihren Führerschein aus einem Kaugummiautomaten? Das hört sich so an, die Stimme, wie von den Schlümpfe. Wirklich. Also die Stimme ist wirklich von den Schlümpfe. Dass sie da sogar Schlumpfstimmen reinmachen, ist ja auch super. Also das ist echt witzig. Naja, der größte Schrott. Hey Alter, kommt da vielleicht noch. Der Hey Alter. Der Hey Alter. Der druckelt wenig ein bisschen, kann das sein. Aber nicht so nur weg. Sondern ganz schön. Mit 14 FPS auf in der Aufnahme. Ganz schön. So. Ja, ruckel jetzt bitte nicht. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Hey Alter, haben wir schon gehört? Ich hätte gerne einen Fahrschein. Hier kriegst und du kriegst hier. So viel zurück. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Ja, hier kriegst noch 30 zurück. Dankeschön. Da bitte. Ein normales Ticket bitte. Ein normales Ticket. So, kriegst hier. Danke. Bitte. Was ist jetzt los? Reparatur. Alles in Ordnung. Immer wenn man den Reparaturknopf drückt, ist alles in Ordnung. Beste Stelle. Wir haben Rot. Fahrgäste, bitte leise sein. Ja, können wir mal das Licht anmachen. Wieder. Das ist ein sehr schöner Bus. Nächster Halt, Bodenstraße. Aber er hat auch sehr viele Macken, wie zum Beispiel der Motor ist kein Euro 6 und die Texturen sind auch einfach nur hingeklatscht. Also bitte, wenn ihr schon ein Update rausbringt mit Solobusse, dann müsste das auch mal gut werden, aber nee, die wollen ja lieber so ein hässliches Add-on rausbringen, wo seine Macken und Tücken hat. Nun ja, mir ist es wurscht. Ganz ehrlich, mir ist es wurscht. Aber wenn ihr schon einen Solo-Bus raus bringt, dann macht es bitte recht. Aber nee. Sie machen es ja wieder Hallo. Falsch. Hallo. Hier. Und noch eine Bitte. Wenn ihr schon Solobusse und das Add-on heißt drei Generationen, das sind drei Gelenkbusse. Hallo? Dann bitte. Bitte.
macht wenigstens die Gelenkbusse. Den da, besser mit seinen Texturen. Ist es so viel verlangt? Ja, finde ich, glaub. Mann. Hör auf zu ruckeln. Die wollen wohl nicht mit. Maha. Ja. Der Bus ruckelt ganz schön in der Aufnahme bei mir. Nächster Halt, Webergasse. Hoffentlich bleibt er mal barmherzig und ruckelt nicht. Tür ist hier noch auf. Fahr ich mit offener Tür. Fahrgäste mögen das wohl. Die haben ja nichts gesagt. Aber was für ein Teil. Ja. Ja, die laden wohl nicht so. Nun ja, man kann leider nichts tun. Hallo. Warum die nicht laden? Ja. Scheißegal. Finde ich schade, aber. Man kann nichts machen. Hier zum Beispiel. Vereinstraße. Sehr schön gemacht mit der Statue von Rohr. Ja, die Finger mal vom Mensch und Mann mal vernünftig. Ja, das kann sein. Mann. Wenigstens will da einer aussteigen. So. Nächster Halt. Keine Ahnung. Vereinstraße ist der nächste Halt. Hallo. Hallo. Und wir müssen rechts abbiegen. Papa, ich will nach Hause, der Onkel ist hier zu komisch. Das sind Schlümpfe, wo da sprechen. Nächster Halt, halbe Höhe. Jetzt wirklich, das sind Schlümpfe, wo da sprechen. Mal ehrlich, das sind Schlümpfe, wo da sprechen. Ist auch nett gemacht, dass da Schlümpfe sprechen. Also das ist wirklich nett gemacht. Und eine Menschenstimme. Ja, mit dem Innenraum. Bild tapeziert. Mit Kameras. Ja, nette Dame. Guten Dame. Guten Tag. Ist hier der Damentreff. Du. Mal, sitzen die eigentlich richtig. Die steht. Drückst jetzt nicht gleich was ab, oder was?
Ja, ja. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Hört sich so an wie die alte Oma von Omsi 2. Nächster Halt in Meerfeld. Sorry. Mein Fehler. Hi. Schule ist aber aus. Wir haben ja nicht Samstag. Das ist dein Ernst. Ich hab die Tür doch zugemacht. Geben wir hier mal Gas mit dem Gefährt, was er alles rausholen kann. Wir fahren auch die Rücktour, dann fahren wir mit einem Sitaro, nämlich vielleicht Gelenk- oder Solo-Variante mit dem Morphe Sound Update 3.5. Das war die Fehlermeldung. Die ist nämlich in der Testphase, aber ich habe schon sehr gute Sounds gehört, die noch besser sind als dieser Bus. Und Morphe haut sehr viel geile Sounds raus. Also, nun ja, M&R Software. Hut ab, hä? Da staunt ihr wohl. Was ihr da macht, das ist Sauerei. Aber immerhin hat es 10 Euro gekostet, also. War noch beherzigend. Die wussten schon, die nutzen Ehrung. Scheißdreck, braucht man eh nicht, also, lass mal's. So ein Rotz machen die wirklich. Aber es ist mir eigentlich sowas von egal. Mir egal. Egal. Keine Arbeit ist mir egal. Ja, das ist ein gutes Lied. Ja. Muss man nur alles haben. Jetzt haben wir sogar Verfrühung. Als Maul. Kind. Ich bin ein guter Busfahrer. Was? Da ist doch nicht mein Vater drinne. Also der Fahrplan kann man sehr gut einhalten. Wirklich, wirklich. Ja. Der Fahrplan kann man einhalten. Packt's wieder. Frames gehen auch wieder hoch.
Der Bus will immer wackeln. Also, barmherzig. Und wir haben Grün. Jetzt los. Bieg ich mal hier rein. Ja, ich war mir sogar richtig sicher, da einsteigen wollen. Guten Abend. Eine stinknormale Fahrkarte. Eine stinkt. Was? Die Fahrkarte stinken? Nee. Die riechen gut. Hallo. Eine Tageskarte bitte, also so eine Fahrkarte von morgens bis abends. Von morgens bis abends. Bist du noch im Kindergarten oder was? Bitte. Dankeschön. Eine Tageskarte bitte. Richtig, eine Tageskarte, du. Du warst auf dem Gymnasium, kann das sein? Hallo, Manfred, ich schau wieder im Petto. Ja, was ist jetzt da los? Da ist ja ein Busstau. Alten Bahnhof. Von außen sieht unser, also der C2, gut aus mit seiner LED-Matrix. Hier, Ruhrau, Hauptbahnhof. Weißt du was? Ist mir jetzt scheißegal. Und eh kein Auto. Maha. Aha. Muss stimmen. Fahren wir mal geradeaus. Müsste stimmen. Nächster Halt, Waldschenkel. Stimmt sogar. Bahnübergang. Züge sind sogar auch drinnen. Ja. Ich habe bis jetzt bei meinen ganzen Spielzeiten von Omsi habe ich noch nie ein... Oh, da kommt ein Kollege. Habe ich noch keinen Zug vorbeigesehen. Das wäre auch mal was Schönes. So in der Aufnahme, ein Zug rauscht vorbei. Hupt. Wäre auch cool. Das wäre schön. Sind wir überhaupt hier noch richtig? Ich denke nicht. Nee. Hallo. Die wollen rein. Hier ist die FPS wieder gut, 22. Also im Stillstehen, wenn ich fahre, dann sind es 19 oder 18. Also ein Hut ab. Ist sogar auch noch performancearm. Gerecht. Aber... Grenze Heidhausen. Darum ist auch dazu kämpfen hier. Haben wir sogar 2 Minuten und 30 Sekunden Verfrühung. Müssen wir mal bei der nächsten Haltestelle gucken, wie lang unser Fahrplan denn ist. Ja, da können wir durchrollen. Achso. Mal einen Schluck. Und gut. Cool.
Ja, klopf halt. Hast deinen Freund gesehen? Oder Freundin? Bis jetzt hat... Ah doch, Alter hat... Oder? War das in der Aufnahme? Weiß ich gar nicht mehr, was am Anfang war. Da war das Leiden der Äpfel. Spaß. Spaß beiseite. Wir sind hier in einem Let's Play. Hier muss man ernst sein. Ernst? Ist es dein Ernst? Nee, Ernst. Das ist nicht mein Ernst. Guten hallo. Abend. Hallo, Hallöle. Hallo, Hallöle. Sagt mal aber nicht zum Busfahrer. Also was die hier reden, würde ich zu einem Busfahrer nicht sagen. Ich würde ihn einfach nett grüßen. Hallo. Er grüßt zurück. Hallo. Oder morgen. Und dann würde ich ihn einfach hinsetzen. Zu einem ganz normalen Platz. Manche grüßen ja nicht. Das ist ja auch manchmal der Fail, dass sie nicht grüßen. Unhöflich sind sie sogar auch. Also, und sagen alle guten Morgen oder Hallo oder Abend. Nein. Manche sagen auch gar nichts. So. Hallo. Sind und die, wo nicht Hallo sagen, fahren auch scheiße Bus. Bewiesen, nein, Spaß. Ist nicht bewiesen. Von der Uni Köln. Nein, nein, nein. Uni Köln. Jetzt wollen wir hier nicht lügen. Hallöchen. Hallo. Und dann lade ich das gleich hoch. Gleich nach der Aufnahme werde ich es dann noch rendern. Und dann werde ich es hochladen. Werden wir mal sehen. Wie viel Aufrufe? Nächster Halt, Fischerstraße. Meine letzten waren ja nicht so gut. Nicht so viele Aufrufe. Das letzte hatte sogar nur 8. Ja, ich verzeih mir auch, dass das auch, dass meine Tongrafik nicht so der Burner war. Aber jetzt tue ich es mit Audi. Mit einer Tonspur, mit Audacity aufnehmen und mit Fraps. Und das letzte war mit Action und Audacity, achso. Grüß ich jetzt. Steigen die eigentlich auch hinten ein? Das haben sie auch behoben. Ich hab das jetzt. Wann habe ich es gekauft? Am Dienstag habe ich es bekommen. Bitte. Guten Tag. Also für 2,70 bitte. Ja, 2,70. Am Dienstag habe ich das Add-on bekommen. Und bis jetzt waren die Gelenkbusse drinnen. Also ja, standardgemäß. Und die Solo-Busse waren auch drinnen. Ich musste also kein Add-on runterladen und da ist es jetzt so, bei der früheren Version von den anderen Let's Playern sind die nur hinten eingestiegen. Bei mir steigen sie jetzt vorne ein. Das wurde jetzt auch behoben. Haben sie doch noch was, aber die Texturen haben sie nichts. Ja was, das für ein schönes Teil. Ah, das ist ja mal schön. Nee halten, also. Eine Skulptur aus diesem. Ja, Kinder. Jetzt zeichnet ihr mal das ab. Ja, aber warum? Weil das eine schreckliche Horrorfigur ist. Und hier schönes Geräusche.
Ja, ja. Wir haben. Und wir haben hier einen Solobus. Der ist scheiße. Ja. Definitiv scheiße. Was ich sage, ist recht. Recht und gut. Das ist auch Gesetz, Kinder. Wer das jetzt nicht anguckt, ist kein Gesetz. Schaut meine Let's Plays an, oder ihr werdet Böses zu sehen. Ne? Nein, jetzt werden wir mal ernst. Und die wollen wohl nicht mit. Die Hälfte will wohl nicht mit. Ja, ja. Die Hälfte will wohl nicht mit. Ja, wo muss. Kommt hier kein Auto. Sagen Sie mal eine bescheidene Frage. Haben Sie Lassen die Finger mal vom Handy und fahren mal vernünftig. Lass mal die Finger vom Handy. Halt dein Maul. Denkst du, ein Busfahrer fährt Handy? Fährt Handy. Telefoniert, hallo, die haben so ein Headset. So ein Telefon-Headset, wo man dann telefonieren kann über Bluetooth. Und sie. Ja, ich telefoniere, ich let's play hier, also. Bitte leise, Das meinte ich, hier kann man ausrasten, aber. Finde ich gut gemacht. Jetzt beruhigen wir uns wieder. Ich kann aber mich nicht beruhigen. Wow. Jetzt fahren wir hier aber nicht mehr so schnell. Ja, mein Flag. 14 FPS. Das ist dein Ernst. Haben wir noch was? Hallo. Ah ja, wir haben noch von dem AdBlue. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein. Ein ganz normaler Fahrschein? Hatte ich auch noch nie gehört. Hallo, hier sind Menschen, die ich gar nicht noch nie gesehen habe. Einmal Kurzstrecke, bitte. Einmal die Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke hatten wir auch noch keine. Ist ja auch mal was. Bräuchte dann mal eine Fahrkarte, bitte. Ja, du kriegst doch deine Fahrkarte. Hier kriegst du sogar Geld. Ja, auch was Neues, dass man auch Geld kriegt. Rückgeld. Wow. Nächster Halt, Postverteilungszentrum. Ich glaube, wir sind bald da. Papa, ich will nach Hause. Der Onkel fährt so komisch. Der Onkel fährt so komisch. Dann fahr doch du, du bist bestimmt der Schacht, Alter. Ja, das meinte ich. Hier haben wir auch wieder eine Baustelle. Zeigt schon, dass Version 2 kommt. Also da wird kräftig gebaut für die Version 2. Passt auch. Komm mal schnell durch. Das schaffen wir, wir sind ja Profis. Schon meine fünfte Aufnahme hier, meine fünfte Aufnahme vom Nuklearmaster. Hallo? RVAG. Hallo. Wir bewegen Menschen sicher, bequem, zuverlässig. Werden die das bei behalten? Ja, werden sie. Jetzt wollte ich mal gucken, mein Fahrplan, wo wir überhaupt sind. Nächster Halt, am Wasserturm. Am Wasserturm. Schauen wir mal, am Wasserturm. Oh. Wer du wackelst. Dann spreng ich hier den Computer. Wenn du hier hängst, Also in Berlin kann man mit dem Bus nicht fahren.
Nee, 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 das geht wohl nicht. Abend. Abend. Einmal ein Ticket bin ich ganz so weit, bitte. Ach, bist du jetzt hier so ein kleines Kind oder was? Hast du Angst im Dunkeln? Aha. So einer sind sie, Geld kassieren, aber keine Fahrkarte rausgeben. Ach so, Geld kassieren und keine Fahrkarte. Ja, Mann, ja, so, dann mach so mal. Schauen wir mal, wo wir überhaupt sind. Am Wasserturm, 18:55 Uhr. Yep, noch 3 Haltestellen. Haben sind wir ja gut durchgekommen. Ohne Stau. Wenig Verkehr. Meine Freude wert. Nächster Halt, Hoffeldstraße. Ist aber nicht viel los in dem Ruhrau. Da ist wohl nicht so viel drüber los. Mann, ich muss aufs Klo, aber dringend. Man kann ja wieder losfahren. Hoffentlich ist die Maus auch nicht in dem Let's Play drinnen, weil ich finde ohne Maus eigentlich das viel schöner, weil im wahren Level kommt ja auch keine Maus oder so, wo hier das steuert, den Bus und so. Mit 19 FPS ist das eigentlich ganz schön gut. Aber wie gesagt, die Rücktour der Linie wird mit einem Citaro passieren. Eine stinknormale Fahrkarte möchtest du? Ja, dann kriegst du hier noch ein, hier, drück hier und da. Dankeschön. Bitteschön. Sehen Sie uns bald wieder. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Ja, bitte. Möglichkeit zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn, zu den anderen Linien und zum Schnellbus. Mit 5 Minuten Verfrühung. Lohnenswert. Und Texturen werden wieder nicht laden. Mit 8 FPS. Ja. Mal der Oberhammer. Wow. Schönes Bild hier. Schauen Sie mal hier hin. Ein Taxi. 6 Autos. Sieht ja schön aus. Kunst hier in Ruhrau. Bildende Kunst hier. Ne? Autos sind einfach mal in so Straße reinballern. Ja. Ist sehr nett gemacht hier. Eigene Objekte hier oben fahren S-Bahnen oder. Das wird gar nicht in meine bescheidene Frage. Haben Sie Ihren Führerschein aus dem Kaugummi-Automaten? Ja, sehr gerne. Der Klickschutz ein. Aber als Busfahrer regelt man das ja. Spiegel ist sogar auch nicht abgefallen. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich lang? Ich muss glaube hier lang. Kann das sein? Bus frei. Die 179 geradeaus. Oh fuck. Oh, mich, den Fahrergast habe ich jetzt nicht gesehen. Tut mir leid. So.
Ja, der Fahrplan. So. Die wollen wieder einsteigen. Nehmen wir den auch noch an. So. Na? Ich hoffe, euch hat dieses kleine oder große, lange Let's Play gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn euch das gefallen hat. Und liken und kommentieren, was hier blöd war oder welche Linien, was ihr für Wünsche wollt. Ja, euer Nuklear Master. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Euer Nuklear Master.